Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark mit mir, dem Mr. Mob. Wir sind hier in Version 301 in der Berghütte und ich habe wirklich schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss mich gerade eben erstmal hier mit den Steuerungen vertraut machen. Wie viel Zeit haben wir? 12 Stunden Tageslicht übrig. Wir sind ein bisschen hungrig, wir sind ein bisschen durstig. Wir haben das letzte Mal, oder die letzten Male ja so ziemlich... Alles, also so ziemlich alles. Oh, Moment, der ist getrocknet, das ist gut. Der ist nicht getrocknet, der ist getrocknet. Kann ich dich irgendwie so da... Super, genau, dann bist du nämlich nicht mehr im Weg. Selbe möchte ich gerne hier so machen. Kann ich die Sachen irgendwie drunter schieben? Nee. Schade. So. Aber euch kann ich drunter schieben. Komisch. Komisch. So. Gut, das akzeptiere ich jetzt mal. Oh, ein getrockneter Kaninchenpelz. Den nehmen wir auch mal an uns. Getrocknete Rehhaut. Ach Gott, ich weiß, ich habe die Dinger ja absichtlich da so hin. Weil ich ja keinen Platz habe. Müssen wir kurz einen Platz schaffen. So. Müssen wir Platz schaffen, damit die Sachen, die hier rumliegen, nicht mehr rumliegen. So, Rehhaut. Ablegen. So, ihr liegt hier ganz gut. Das Problem ist halt echt, dass dieses Haus wenig Stauraum hat. So, dann legen wir das hier noch ab. Und was ich in dieser Folge eigentlich tun wollte, ist, Moment. Ja, wir legen das mit Quatsch halt dann doch nochmal dahin. Ich wollte mit euch, noch die Bereiche uns anschauen, die jenseits ja, des Flugzeugabsturzes da drüben liegen. Da haben wir ja noch ein paar Dinge, sage ich jetzt mal, noch nicht erkundet. Aber als allererstes müssen wir jetzt mal schauen, dass wir was zwischen die Kiemen bekommen. Ich glaube, wir fangen mal mit den Spitzenpfirsichen hier an. Die sind von den Prozenten her schon ein bisschen angeschlagener. Und die bringen uns auch ein bisschen Wasser. Was sehr, sehr gut ist in unserer jetzigen Situation. Schauen wir doch mal, ob wir da nicht noch irgendetwas anderes haben. Noch Qualität und Fressalien, bitte. Dann nehmen wir doch gleich nochmal eine Portion Spitzenpfirsiche und eine Gipfelbrause. Das könnte sogar fast reichen. Wasser haben wir auch noch. Das nehmen wir einfach mal so mit, dass wir unterwegs was haben. Und den Rest lassen wir mal so. Genau. Machen wir uns jetzt erstmal hier sitt und satt und dann brechen wir gleich mal auf. Denn wenn man so einigermaßen raus hat, wo sich hier was befindet, ist die Map gar nicht mehr so mega groß. Ja, ich glaube, das sollte uns jetzt fast sozusagen zufriedenstellen, wenn wir das jetzt hier intus haben. Ja, sogar auf beiderlei Niveaus. Gut, dann... Draußen. Es windet ein bisschen. Da drüben ist ein Wolf. Wir waren auch noch nie irgendwie da hinten. Ich würde mal vorschlagen, wir versuchen unser Glück... Was hat die Temperatur? 3 Grad. Wir versuchen trotzdem unser Glück jetzt mal so grob in der Richtung. Da ist jetzt ein Hirsch oder ein Reh. Ein Rehbock. Entweder ist der Wolf weg oder ich hab das Tier für einen Wolf gehalten. Und es ist gar keins. Gut, soll auch vorkommen. Aber irgendwie traue ich dem Frieden gerade eben nicht. Auf jeden Fall haben wir ihn aufgeschreckt, was irgendwie zu erwarten gewesen ist. Oh, Hagebutten, die nehmen wir glatt mal mit. Wenn wir schon hier sind, können wir auch die Hagebutten in unsere, ja, deutschen buttrigen Hände, aber irgendwie passt das nicht. Wir haben Handschuhe an. Sagen. Und nach wie vor, es fehlt ja immer noch das Cockpit. Ich würde annehmen, dass das Cockpit irgendwo hier auch rumfährt. Naja, wobei, wenn es rumfährt, wäre es ein bisschen creepy. Also gehen wir mal davon aus, es liegt irgendwo rum. Das wäre das Naheliegende.
Und ich persönlich befürchte auch, dass wir irgendwann... Boah, Knarz. Dass wir irgendwann mal den Bär schießen müssen. Für den Fall... Oder was heißt für den Fall? Also es ist davon auszugehen, dass unser Bärenschlafsack durch unsere Aktion auf dem Gipfel schon ordentlich gelitten hat. Und aus dem Grund müssen wir ernsthaft darüber nachdenken, den Bärenschlafsack irgendwann mal, ja, zu reparieren oder ihm zumindest die Chance zu geben, repariert werden zu können. Weil da könnten wir es natürlich irgendwo anders wieder hindackeln. Und Crafting-Zeug gathern. Was ist denn das? Ist das der Bär? Da läuft sogar schon der Bär, aber das ist es momentan gerade nicht mein Anliegen. Mein Anliegen ist als allererstes zu schauen, was wir da drüben alles noch verpasst haben. Denn irgendwas muss da drüben ja noch sein. Da ist das erste Flügelteil, ein Wolf, zwei Wölfe. Das ist ja herzallerliebst. Vielleicht mal zwei Wölfe. Da hinten in dem Eck waren wir ja noch nie. Da oben wird auch nicht so viel sein. Also ich habe jetzt nicht vor, mich mit diesen Wölfen anzulegen. Muss ja nicht. Drüben hat es noch mehr Rehe. Ja, mal in die Richtung. Wölfilis sind auf jeden Fall noch ganz gut dabei. Und zwar uns zu verpassen. Hm, wir könnten auch da drüben drüber gucken. Wir gucken mal kurz mal da oben drüber. Reine Neugier. Pure Neugier. Wahrscheinlich sehen wir einfach bloß runter in den anderen Talkessel. Oder im schlimmsten Fall kommen wir gar nicht hoch. Top, 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 top. Top, 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 top. Ich mach mir den Schnee. So wie mir gefällt. Nicht unbedingt gelb. Aha. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit was anderem gerechnet. Ich bin jetzt mal so kackendreist und gehe jetzt mal hier lang. Wo kommen wir da hin? Da ist ein Wolf. Wir haben ihn angeschossen. Ach ja. Der hat uns auf jeden Fall gehört. Beobachten wir mal. Der rennt da hinten rum. Ich habe seine Heckflanke getroffen. Also voll in die Flanke hinten. Die Frage ist, ob er das übersteht. Er ist auf jeden Fall in die Richtung gerannt. Gucken wir uns später an. Ich möchte als allererstes jetzt mal da hoch. Das sieht auch so aus, als ob man da hoch könnte. Aha. Weil sonst wäre da oben nicht so ein komischer hohler Baum. Hm, welche Krähen, die da ihre namensgebende Tätigkeit vollführen. Aber ansonsten war hier, glaube ich, nicht viel. Wir gucken mal da hinten. Das sieht aus wie, sieht interessant aus, so canyon-technisch. Was sagt eigentlich der Wind? Der Wind sagt, ist alles halb so schlimm. Zumindest was unsere Klamotten angeht. Wie gesagt, ich empfehle nach wie vor nicht, hier mit einem Anfängercharakter hinzugehen. Das übersteht der garantiert nicht. Wo kommen wir jetzt hin? Diese Gegend hat mehr Tiefen, als man erwarten sollte. Ich bin gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Vielleicht ist es einfach nur ein alternativer Weg von dem anderen Talkessel, wo wir die ersten Absturzteile gefunden haben. Hm... auf jeden Fall von oben runter. Wir blicken darauf herab.
während die Musik hier einspielt. Und mir schon wieder irgendwie Sorgen, Angst und Bange macht, dass ich irgendwie Mist bauen könnte. Nee, wir gehen einfach bloß. Das ist unsere Hütte. Okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Gut. Ja, klar. Alles super toll, ole ole. Ja, wir pfeifen uns mal hier da rein. Und da da. Ungut. Tiefschneestapfen halt, ne? Und wieder mal einen Tag mit verletztem Handgelenk. Gott, ey, da kommt der Körper doch gar nicht mehr hinterher mit reparieren. Irgendwann mal, also wenn der nicht schon voll Arthritis hat, irgendwann mal wird er auch medikamentenabhängig. Also, wenn du jeden Tag das Zeug einwirfst, irgendwann mal bist du medikamentenabhängig. Zum Glück weiß Steffen das nicht. Ist ja kein Fachmann für das Thema. Selbst wenn, hätte er es längst vergessen. Okay, dann wieder zurück. Also auf die Fährte, wir folgen jetzt unserer eigenen Spur, mehr oder weniger. Nach wie vor wundert es mich, das Spiel ruckelt manchmal ein bisschen. Hat manchmal so, das seht ihr wahrscheinlich auch, dass es kurz mal so kleine Ruckel hat. Das hatte es früher nicht. Ich habe an meinem Rechner nichts geändert. Keine Ahnung, woran das liegt. So, das da oben wird auch nicht viel sein. What? Wolfilein läuft da unten rum. Ich möchte ihn gerne sehen. Ah, der rennt. Der rennt wohl weg vor uns. Hoffe ich doch mal sehr. Wird wahrscheinlich der sein, den wir angeschossen haben. So, jetzt nehmen wir mal den Pfad da wieder auf. Jetzt hoffe ich bloß, dass wir uns nicht irgendwie nochmal verletzen. Das wäre jetzt voll schlecht. Aber ich bleibe trotzdem erstmal da oben. Aussicht und so. Ich möchte eine schöne welche haben. Ah. Da ist ein stolzer Rehbock. Oh, guckt euch das mal an. Haben wir da ein Goodie gefunden? Da kämst du doch so normalerweise gar nicht hoch. Geh mal vorsichtig erstmal hier so lang. Ach, das ist der Wind. Gerade schon gefragt, was klingt denn da so komisch? So ein Rauschen, aber ja, das ist das Rascheln der Bäume durch den Wind. Und? Ah, man könnte da hochkommen, wenn man einmal hier so außen rumläuft. Und jetzt haben wir halt einfach den anderen Weg eingeschlagen. Auch gut. Aber dann bleibe ich lieber oben, dann sehe ich wenigstens, was passiert. Aha. Wie gesagt, mir fehlt einfach noch ein bisschen was. Da drüben ist jetzt wieder das Flugzeugteil. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiter davon weg. Ich bilde mir ein, dass ich nicht immer wieder anhalte. Die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass wir stolpern. Ja, Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier mal diesen Pfad einmal rum, da ist der umgefallene Baum. Wo führst du hin? Führst du überhaupt wohin? Oder bist du einfach nur Zierde? Du bist... Wir haben hier einen Baum, der durch den Fels wächst. Das nenne ich Kraft der Natur. Ich meine, ich weiß, dass Pflanzen ja Stein sprengen können, aber ich glaube, da... Der würde sich nicht so sauber durchbohren. Oh. Oh. Unerwartet.
Eine Höhle. Die Waldhöhle. Mit ein bisschen Holz. Aber sonst nichts. Wir haben die Waldhöhle gefunden. Schön. Gut, ich meine, das Holz nehme ich gerne mit. Na, ich nehme mal da unten die Lackporlinge mit. Wir verbrauchen so viele Medikamente. Dann könnte Sinn machen, dass wir die dabei haben. Ich glaube, es war ja der Lackporling-Tee, der gegen Schmerzen hilft. So, und jetzt gehen wir hier nochmal hoch. Da waren wir jetzt definitiv noch nie. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Bin jetzt gespannt, wie ein Flitzbogen. Das sieht fast so aus, als ob da oben noch was sein könnte. Das glaube ich nochmal. Lackigen Porling. Einen gelackten Porling. Sogar mehrere, die nehmen wir mit. Alles in die Tasche. Wir werden hier auch nicht kontrolliert oder so. Gibt keinen Zoll drauf. Können wir also alles mitnehmen. Als allererstes mal hier drauf. Vielleicht können wir da jetzt gleich nochmal eine göttliche Aussicht genießen. Und grob ahnen, was da drüben noch zu finden ist. Wow. Da hinten wohnen wir. Hinter diesem Hügel. Da unten ist der abgestürzte Flügel. Wolf, Vögelchen. Was ist da unten noch? Da kamen wir irgendwie her. Ja. Hübsche Aussicht, aber immer noch kein Cockpit oder dergleichen. Wäre ja lustig, wenn sich rausstellen würde im Hauptspiel dann, also im Story-Mode, dass das Cockpit, also dass wir tatsächlich doch der Pilot waren und dass das Cockpit halt weggeschleudert wurde mit uns drin. Was ist denn das hier? Eine Pseudo-Höhle. Er hat Unterstand. Besser als nichts, wenn es stürmt und schneit. So, eigentlich dürfte da jetzt nicht viel sein. Wir haben ja schon runtergeguckt. Wir rennen jetzt so schnell, sind aber windgeschützt. Wir glauben, so schnell wie wir gerade eben runtergelaufen sind, machen wir unseren eigenen Wind. Noch mehr Lackporlinge. Oh, diesmal sogar drei. Tja, haben wir halt diesmal eine Lackporling-Runde gemacht, ne? Die Goodies der Natur eingesammelt. Bezweifle, dass dieser Pfad uns irgendwo hinführt. Das sieht am Ende zu steil aus. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Auf dem Rausweg. Da hat's nochmal. Aber ich will es auf jeden Fall gut abgegrast haben. Eigentlich ist es ein guter, ja, Indikator dafür. Wenn man die Sachen abgegrast hat, wenn nirgendwo mehr was ist, dass man da schon mit war. Ich gehe gleich noch da drüben hin. Ich will mir bloß die Bartflechten noch holen. Old Man's Beard auf Englisch. So, jetzt gucken wir mal nochmal da hinten hin. Aber ich glaube, das ist bloß eine Sackgasse. Ja, das ist nur eine Sackgasse. Aber jetzt wissen wir es. So, wir haben noch ein paar Fressalien in einer anderen Höhle gelassen und ich werde die nicht verkommen lassen. Da führt uns jetzt unser nächster Weg hin. Oh. Oh. Na, herrlich. Uiuiui. Freude, Freude. Bin mir nicht sicher, ob wir nicht doch schon mal hier noch nicht gewesen sind. Ach, du ahnst es nicht. Also, das geht mir gerade eben noch ein bisschen nach. Okay, und was ist das? Ein toter
Rehbock. Also, liebe Leute, den gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal hier in The Long Dark mit mir, dem Mr. Merp. Tschüss und ade!